Hallo meine lieben Krebser, wir schauen uns hier in dieser Legung, da fällt mir tatsächlich fast das Feuerzeug aus der Hand. Wir schauen uns hier in dieser Legung an, was passiert tendenziell Anfang bis Mitte Juli 2024. Reinige gerade ein bisschen das Feld, weil ich hatte gerade eine Liebeslegung für euch abgedreht. Und die war wirklich sehr direkt. Und wenn wir diese direkte Art und Weise und diese direkte Energie in eurer Legung, in eurem Feld haben, ich lasse es jetzt auch mal ein bisschen an, dann gute Nacht, Marie. Ich glaube, wir dürfen heute wieder ein bisschen Klartext reden. Irgendwie möchte das Universum, dass ihr vorankommt, meine Süßen. Okay, passt auf. Erste Reihe, erste Woche, zweite Reihe, zweite Woche, okay? So, dann haben wir hier zwei verschiedene Orakelkartensets. Ich habe zwei verschiedene Tarots mit dabei. Ich hoffe, mein Nachbar ist nicht ganz so laut. Wenn ihr ihn zu sehr hören solltet, dann muss ich das Video unterbrechen und das Fenster zumachen, weil Rücksicht ist leider hier nicht gegeben. Aber ich will auch nicht ersticken. So, meine Lieben. Und ihr seid bitte so lieb, ihr lieben Krebsis. Denkt dran, es sind kollektive Legungen. Sie können nicht auf jeden zutreffen. Ne? Ich spreche immer aus der Sicht einer Frau. Und ihr macht es euch dann dahingehend bitte, was die Situation betrifft. Ich will nicht sagen unbedingt passend, aber wenn es gar nicht auf euch zutrifft, dann seid ihr nicht mit in diesem Krebse-Kollektiv mit bei. Dann schaut ihr bitte gerne Mond, Venus, Aszendentzeichen an, okay? So, und jetzt erstmal eine Überschrift. Und dann freue ich mich, wenn ihr neu seid oder ihr schon länger schaut und ihr mir noch kein Abo geschenkt habt, wenn ihr mir gerne ein Abo schenken möchtet. So. Die ist runtergefallen. Was ist hier los bei euch? Also gerne abonnieren, teilen, liken und auch gerne spenden. Damit unterstützt ihr mich auch sehr in meiner Arbeit und darüber freue ich mich auch immer sehr. Und wie gesagt, die Karten, die ich hier hole, die sind immer reinvestiert von euren Spenden aus. Ne? Also von dem her kommt euch das wieder zugute, meine Lieben. Und ich danke euch sehr für eure Unterstützung. So. Dann gucken wir mal. Was haben wir denn hier jetzt noch für Botschaften? Für die erste Woche bitte, für den Krebs. Wer gerne eine persönliche Legung sich buchen möchte, kann dies gerne tun. In der Infobox, Doppelklick auf den Titel, werdet ihr alle Informationen finden, die ihr braucht. Und dann könnt ihr euch sehr, sehr gerne bei mir melden. Aber bitte nur ernst gemeinte Nachfragen, ja? Ich bin gerne bereit, euch zu unterstützen. Aber dann darf das wirklich ernst gemeinte Nachfragen sein, wo ihr wirklich euch in eurem Leben verändern möchtet, wo ihr an euch arbeiten möchtet, wo ihr an eurer Schwingungsfrequenz wirklich arbeiten wollt, okay? Was ist hier los bei euch? Eine Karte bitte für die Krebse. Für die erste Woche. Na, das dauerte ja eine halbe Ewigkeit. Interessant, interessant. Ich bin gespannt, was ich hier zeigen möchte. Und bitte eine Karte für die zweite Woche. Da ist sie schon. Arbeiten tue ich... Hallo? Arbeiten tue ich hier für euch mit den Hexentarots. Und wir starten erstmal los. Okay, es geht hier bei euch in der ersten Juliwoche um die Klarheit. Schaffe dir Raum für das, was dir wirklich wichtig ist. Okay? Chance, der Wind. Ja, okay, es könnte hier turbulent bei dir zugehen, lieber Krebs. Aber positiv turbulent. Das heißt, da wo der Wind bläst und der Sturm wütet, gibt es in der Regel erstmal eine Runde Chaos, um danach die Chance zu bekommen, der Klarheit sich wieder neu zu fokussieren. Das heißt, alles, was in deinem Leben ist, was keine Wurzeln hat, sagen sie, wird auch entwurzelt werden.
Okay. Wer auch immer das jetzt so hören möchte oder auch darf. Um was geht's denn hier? Halt. Ah ja, okay. Wir haben hier ein finanzielles Thema, also ein Finanzthema. Hier geht es darum, dass du deine Finanzen checkst, dass du ein Stück weit entweder über deine Verhältnisse gelebt hast und dich jetzt irgendwie versuchst vom Acker zu machen, dass du offene Rechnung hast. Ich habe hier aber auch jemanden, der sich halt über den Tisch ziehen lassen. Das ist natürlich nicht ganz so cool. Und hier gibt es Friedensgespräche. Also es gibt hier ein finanzielles Thema. Das mit den Sieben der Schwertern sind auch Lug und Trug und Unehrlichkeiten. Es kann auch hier sein, dass es hier ein Konfliktthema gab in Bezug auf Geld, wo man sich dann aber einigen tut, ja? So, und wir haben hier die Sechs der Kelche. Nostalgie ist ein Thema. Also man lässt hier Revue passieren. Man lässt hier, man reflektiert. Man reflektiert, was ist denn da vorgefallen? Wie war es denn früher? Ja? Weil bevor die Sieben der Schwerter in dein Leben gekommen sind, war ja die Situation eine andere. Und es musste hier erstmal sehr turbulent bei euch werden, um neue Chancen und Klarheit zu bekommen. Okay? So, mit dem zweiten Tarot, meine Lieben, werde ich jetzt die einzelnen Tarotkarten klären. Vier der Schwerter. Dieses Reflektieren. Ich kriege ganz klar rein Neid. Neid in Bezug auf dritte Personen. Es könnte sein, lieber Krebs, dass du hier sagst, ich arbeite und arbeite und arbeite und fühle mich ungerecht behandelt. Ja, und hier ist etwas nicht ehrlich. Und du sollst dir aber den Zustand dessen, was du tust und was du davon, was du getan hast, übrig hast. Ja, also was hast du angelegt in Aktien? Was hast du erarbeitet? Da sehe ich ganz klar die Arbeit und das der Erlös, also dein Gehalt. Da guckst du ganz stark, ob das, was du tust, ob das gerecht ist. Und das findest du hier nicht gerecht. Das, was du angelegt hast an Aktien zum Beispiel oder an Wertpapiere oder wie auch immer, da ist irgendetwas nicht ehrlich. Da ist irgendwas, da musst du bitte aufpassen, ja? Da wird drüber gesprochen. Du weißt, dass diese Situation nicht lichtvoll ist. Du weißt, dass diese Situation unehrlich ist. Du wünschst dir aber, bleiben wir mal bei dem, was die meisten haben, dieses normale Arbeitsverhältnis. Ja? Du fühlst dich hier ein Stück weit, fühlst du dich hier nicht ehrlich behandelt. Und dein Wunsch ist es aber, diese Sieben der Schwerter umzuswitchen. Du möchtest wieder durch ein Gespräch mehr Klarheit haben. Vielleicht forderst du auch mehr Gehalt ein. Ja? Oder eine andere Arbeitszeit oder was auch immer. Also es kommt hier ein Thema hoch, wo es gerne Gespräche in Bezug auf Gehälter, Arbeitsweisen geben wird bei dir. Du hinterfragst auch ganz klar mit den vier der Schwertern, hinterfragst du auch ganz klar, lieber Krebs, das, was ich tue, ist auch das, was mir noch gefällt und ist der Erlös dessen für die Aufgabe, die ich tue, für die Zeit, die ich investiere, ist das für mich noch in Ordnung? Und das ist es hier aktuell nicht. Und es wird hier durch klärende Gespräche mit einem Arbeitgeber, wird es hier einen Neuanfang geben. Es kommt wieder mehr Leichtigkeit rein. Es war früher, sagst du, es war früher, in der Nostalgie, Sechs der Kelche, es war leichter, es war kreativer, da warst du noch in den Anfangsschuhen, da hattest du noch eine andere Sichtweise auf die Dinge, die jetzt hier in deinem Feld sind. Und das ist etwas, was sich im Laufe der Zeit, was sich hier verändert hat. Und auch da hast du hier die Klarheit drüber bekommen, dass das, so wie das gelaufen ist bis dato, dass das nicht das ist, was du möchtest. Schaffe mehr Raum für das, was dir wirklich wichtig ist. Das bedeutet, möchtest du mehr arbeiten, viel arbeiten und entsprechend mehr verdienen? Vergleichst du dich mit anderen, die weniger arbeiten und vielleicht eventuell ähnliches Gehalt kriegen? Also hier ist etwas, ich habe hier immer wieder dieses
Du vergleichst dich immer mit anderen und das könnte jetzt schwierig sein. Man sollte sich nicht mit anderen vergleichen, sondern dankbar sein, dass man gesund ist, dass man eine Arbeit hat, eine Wohnung hat, etc. pp. Also hier ist ganz viel, also du machst dir das Leben selber schwer, wenn du dich mit anderen vergleichst. Und deswegen könnte das hier sehr gut zu einem Konflikt kommen, wo du sagst, hey, pass mal auf, ich arbeite, ich mache, ich tue, hier ist etwas unehrlich, ich gucke mir das mal jetzt an und stelle fest, hier müssen Gespräche geführt werden, weil es reicht mir nicht mehr, was ich übrig habe für das, was ich tue. Ja? Und die Reflexion dahingehend geht in die Vergangenheit, damit du die Klarheit bekommst. Dieses Gespräch wird hier erstmal Wind aufwirbeln, aber es gibt neue Chancen. Also die Karten werden hier neu gemischt, lieber Krebs. Ja? So, dann haben wir das Vertrauen. Lasse dich im Meer des Lebens vom Gefühl der Geborgenheit tragen. Also es kommt wieder mehr Ruhe rein, Gelassenheit rein. Du wirst wieder mehr Vertrauen haben. Ja, es wird etwas entspannter. Wir haben das Thema Solidarität, innerer Kern. Ja, also hier kommt wieder mehr Fairness ins Leben, in die Arbeit, in diese Situation. Und ich denke, es war wichtig, dass du hier ein Stück weit die Wogen glättest oder dieses Thema auch ansprichst. Ja? Und jetzt in der zweiten Woche wirst du hier zufrieden sein. Es wird dir besser gehen, weil die Themen ausgesprochen worden sind. So, und dann schauen wir mal. Was haben wir denn hier? Hier kam jemand mit einem Angebot auf dich zu. Das könnte dein sehr guter Arbeitgeber sein. Der sagt, hier pass mal auf, ich mache dir ein neues Angebot. Also entweder weniger arbeiten, das gleiche Geld, ja, oder mehr Arbeit, aber dann auch neue Wege gehen, neue Arbeitszeiten, und aber das Gehalt wird angeglichen. Irgendwas passiert hier. Du wirst hier neue Wege gehen. Es wird für dich zufrieden sein. Ja, es wird ein neues Angebot sein in finanzieller Hinsicht. Du wirst, denke mal, ein Stück weit mehr Geld verdienen hier. Und dein Arbeitgeber sagt, hey, wir wollen dich nicht verlieren, aber wir machen dir hier ein Angebot, dass du ein bisschen mehr Geld verdienst. 10 der Münzen. Ja, so. 8 der Stäbe, du sagst, endlich geht hier mal was voran. Ja, warum immer ich? Warum nicht der Arbeitgeber? Warum kommt der Arbeitgeber nicht auf mich zu? Sondern ich musste erst platzen. Ich musste erst hier ein bisschen Wind aufwehen lassen, um damit meine Chancen auf mich zukommen. Warum sieht der Arbeitgeber nicht, wie gut ich bin? Ne? Also ist immer das Geben und Nehmen. Man weiß nicht, bist du im kleinen Unternehmen, im großen Unternehmen, haben deine Chefs genügend Kompetenz? Haben sie auch die Prio oder die Prokura, um eine gewisse Entscheidung zu treffen? Je nach Unternehmen ist es halt immer etwas anders. In der Regel geht der Arbeitnehmer auf den Arbeitgeber zu und sagt, hier, ich hätte bitte gerne, ne? Weil hier ist etwas nicht in Ordnung. So, dann gucken wir mal, was ist das für ein Angebot hier? Das Angebot, 9 der Schwerter, ja, da hast du schlaflose Nächte, da du sagst dir hier, ich muss erstmal eine Nacht drüber schlafen, ja, ich muss mir erstmal Gedanken machen, weil es könnte sein, dass das Angebot zwar nachher mit mehr Geld ist, aber ich habe hier immer noch das Gefühl, dass du ein Stück weit immer wieder noch auf die anderen guckst. Sei bitte dankbar, lieber Krebs, dass du hier etwas geregelt bekommst, weil die 9 der Schwerter, das ist dein Ego, ne, Schwertenergie, Ego, du bist nicht, ich sage es jetzt mal ganz direkt, du bist nicht der Nabel der Welt. Andere haben auch Familie, andere wollen auch Geld verdienen. Und das ist genau das, was ich hier sehe. Du bist hier mit 9 der Schwerter, machst du dir richtig Gedanken über dieses Angebot. Also ich denke schon, dass du hier nette Chefs hast, aber irgendwas passt dir halt nicht. Ne? Also du musst erstmal darüber nachdenken. Ne? Nichtsdestotrotz wirst du dem vertrauen und wirst sagen, ja, okay, ne? Es ist schicksalshaft, okay, ich gehe neue Wege, es ist auf Sicherheit basiert, ich fühle mich da sicher, das Universum sagt, triff bitte eine Entscheidung, entweder ist es der Arbeitgeber oder du suchst den anderen, ja, das Angebot ist gut, was der dir hier macht. Und es ist eine schicksalshafte Geschichte hier, es ist eine Entscheidung, die für dich getroffen wird. Also ich sehe ganz klar, dass dein Arbeitgeber nicht möchte, dass du gehst. Aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, und ihr wisst ja, alle, die schon länger sind auf meinem Kanal, ich spreche schon Klartext, du bist hier nicht zufrieden. Es reicht dir immer nicht aus. Du willst immer noch mehr und noch mehr. Und das könnte hier schwierig werden. So, dann gucken wir mal, was bei den 10 der Schwerter, 10 der Schwerter sage ich schon, 10 der Münzen. Und schon ist die Karte runtergefallen. Mano.
Zehn der Münzen. Der gehängte Mann. Ja, du guckst dir das natürlich ganz genau an. Weil du weißt auch, willkommen Deutschland, und so mehr du verdienst, umso mehr Abgaben hast du. Also du wirst dir schon den nächsten Lohnstreifen angucken und sagen, ja toll, der zeigt ein Fuffi mehr. Na toll, bringt mich ja unheimlich weiter. Hast jederzeit die Möglichkeit auszureisen. Ja, also einfach mal, ich trigger dich jetzt hier heute ohne Ende, ich weiß. Aber es sind die Dinge, die durchkommen. Wenn dir was nicht gefällt, dann bist du die Veränderung, lieber Krebs. Ja, zwei der Schwerter. Ja, du hast gar nicht gesehen, dass auf einmal das so plötzlich so schnell vorangeht. Auch dieses Kommunizieren, ja, was plötzlich und unerwartet hier in dein Feld kam. Vielleicht hast du gar nicht damit gerechnet, dass es hier in der Art und Weise sich so etablieren wird, dass auf einmal der Arbeitgeber hier so schnell, in Anführungsstrichen, mit einem Angebot kommt. Und irgendwas, ich habe trotzdem das Gefühl, dass du, wir haben zweimal die Schwertenergie, einmal zwei der Schwerter, dieses nicht sehen können, wo es lang geht. Du hast das definitiv nicht gesehen oder wirst es nicht sehen. Und auch dieses ich mache mir so unheimlich Gedanken über dieses Angebot, weil das, was ich hatte, hat mir nicht gefallen. Ja, was denn nun? Ich glaube, lieber Krebs, du weißt selber nicht, was du möchtest. Aber es ist wichtig, weil sei auch ehrlich zu dir selber. Was wünschst du dir? Die Klarheit, das Ehrlichsein bedeutet, dass man dir ein Angebot macht, okay, ja, wo du neue stabile Wege gehen kannst. Und die stabilen Wege kommen vom Page der Münzen auf 10 der Münzen. Ganz ehrlich, mehr geht nicht. Ich denke, woran du so knabberst, ist hier das Wie. Wie man hier mit dir umgegangen ist und um was es hier letztendlich geht. Das ist das, was ich sehe. Ja? Ja, lieber Krebs, ich würde sagen, das ist eine tolle Botschaft für dich. Mit vielen Triggern. Wenn du dich getriggert gefühlt hast, dann danke ich dir. Und dann weißt du, woran du arbeiten möchtest und darfst und kannst. Ja? Und ich wünsche dir für die kommende Zeit alles, alles Liebe. Und wenn du gerne eine persönliche Legung haben möchtest, das ist natürlich nur ein Anreißen. Ne? Die eigentlichen Legungen, wenn du dir persönliche Legung buchst, ist natürlich viel umfangreicher. Aber das würde hier den Rahmen sprengen. Ja? Aber wenn du sagst, ich gehe hier mit in Resonanz und diese Ehrlichkeit und diese Art und Weise, ja, stimmt, ich bringe es einfach auf den Punkt. Ne? Es ist wirklich so. Und nur wer redet, dem kann geholfen werden. Ja? Und das ist das, was ich hier sehe. Und das ist das, was wichtig ist. Also wenn du sagst, du gehst damit in Resonanz, du brauchst Unterstützung und Hilfe, kannst du dich gerne bei mir melden. Ich jedenfalls wünsche dir alles erdenklich Gute und für die nächste Zeit natürlich nur das Allerbeste. Und freue mich, wenn du bei der nächsten Legung wieder mit dabei bist. Ja? Fühl dich umarmt. Alles Liebe dir. Tschüss.